So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Paladin. Wir sind diesmal in der Champion Selection, die ich ja beim letzten Mal nicht gezeigt habe. Hier seht ihr auch nochmal die Kategorien der einzelnen Champions. Und fehlt momentan ein Unterstützer. Ich pick jetzt einfach mal Pip. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung mehr über seine Fähigkeiten. Ich glaube, ich habe auch sonst nichts weiteres für ihn. Doch, guck mal da. Moonwalk? Ah, ne, habe ich gar nicht. Die sind gesperrt. Alle gesperrt. Ja, hier habe ich das Infernalische. Sprays habe ich auch nur das normale Paladin-Logo. Sie haben keinen Supporter. Dafür ein Tank. Drei Damager, glaube ich, und ein Flankierer. Ich weiß nicht, ob man. Ich habe auch nur das Anfangsdeck. Muss ich eben überlegen. Die haben sehr viel Damage, ne? Abklingzeit aller Fähigkeiten klingt gut. This is heavy, probably expensive. Wo müssen wir denn hin? Was ist denn das für eine Map? 5, 4, 3, 2, Wieso bewegt sich mein Team nicht? Wir müssen nämlich eine Ladung schieben und wir stehen ganz am Anfang. So, ich habe keine Ahnung, was ich für Fähigkeiten habe. Das war auf jeden Fall eine Heilung. Wo sind sie denn? Hinter mir. Sie schieben den Payload, das ist der Payload, das ist nämlich nicht so gut. Gib dir gleich Lucky Shot, du. Fuck. Um einen Granatwerfer zu treffen, ist schon recht schwierig, finde ich. Gerade zumindest. Vor allem, wenn man eigentlich Flankierer spielt. Ich habe aber nicht genug Geld für irgendetwas, ne? Nee. Ich würde gerne respawnen, die gewinnen gerade. Weiß leider immer noch nicht, was meine F macht. Wie gesagt, man kann die Fähigkeiten, glaube ich, in-game gerade nicht nachlesen. Ich wüsste zumindest nicht wie. Das kann nicht wahr sein. Ich treffe sie einfach nicht, weil sie nur am Doppelspringen ist. Dann haben wir einen AFKler anscheinend dabei. Ein Flankierer, der einfach mitten reinrennt. Da und mich, der nicht weiß, was seine Fähigkeiten genau machen. Alter! Wo ist denn unser Victor oder sowas? Da sind drei Stück auf mich. Ja, okay, zwei auf mich. Einer stand einfach noch vor mir. Ja, das haben die Feinde auf jeden Fall gewonnen, leider. Danke, dass ich skillen darf. Und sollten wir die nächste Runde jetzt verlieren, haben wir auf jeden Fall endgültig verloren. Nicht gewonnen. Noch neu kaufen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mehr Verteidigung gegen diese dummen Flankierer. 1 F2. Ich wüsste keinen Tastenkürzel, womit ich jetzt meine Fähigkeiten nachlesen kann. Oder wie ich die Maus bekomme, um da vielleicht drüber zu hauern. Auf jeden Fall gibt es einen Sprachchat. Jetzt müssen wir warten, bis sich die Schotten für uns öffnen. Wer ja Overwatch spielt, kennt's. 5, 4, 3, 2, Sky kauft auch nichts. Ich würde gerne vom Pferd runter.
weiß leider nicht, was meine F genau macht. Es scheint so, als würde ich schneller werden oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, im Grunde genommen stehe ich auch die ganze Zeit viel zu nah an der Front. Ich weiß auch nicht genau, was mein Rechtsklick der Unterschied ist. Läuft auf jeden Fall. Wäre schön, wenn wir an den Payload drankommen würden. Okay, ich komme nicht durch die Tür. Man merkt auf jeden Fall, der Drache ist wirklich so ziemlich an Fahrer angelehnt. Bzw. Fahrer an den Drachen. Ich weiß gar nicht, was jetzt wie jetzt zuerst gab. Der Payload steht immer noch vor unserer Tür. Ja, komm runter, du Feigling. Unsere Sky steht am Ende. War es unsere? Das war doch. Die Feinde hatten keine Sky, oder? 15 seconds remaining. Ja, das ist unsere Sky. Sie bekommt echt den Sieg, weil sie ihre Ulti gezündet hat. Glückwunsch. Eigentlich wollte ich in dieser Runde auch Victor spielen. Aber wir warten jetzt mal, bis die Punkte verteilt sind. Wir suchen mal schnell ein neues Spiel. Das ist nämlich ein recht kurzer Part. Und gleichzeitig will ich mal eben gucken. Wir werden nicht nochmal Pip spielen, keine Sorge. Wow, man springt einfach höher. Und mein Rechtsklick hat einfach nur geslowt. Versus Moto, dazu kamen wir ja gar nicht. Let's make this interesting. Support ist eigentlich auch in dieser Hinsicht weniger meint. Also es gibt keinen Support, keinen Unterstützer, der mir jetzt so an sich gefällt. Wir sind übrigens immer noch am Suchen, das seht ihr oben links. Schaden, Tank, Unterstützer. Dann dürft ihr jetzt mal diese ganze Scheiße miterleben. Interessanterweise, ich habe das Spiel auf voller Lautstärke. Nur mal so am Rande. Und das hier ist einfach die volle Lautstärke. Victor wollte ich spielen. Glaube ich nicht für ihn. Doch. In mein Paket. Customize your champion. Wir haben jetzt zweimal Schaden. Einmal Tank, einmal Flanke, einmal Support. Wir haben einmal Tank. Zweimal Tank, glaube ich. Ich meine, Fokus wäre nämlich auch ein Tank. Die hätten zweimal Tank, einmal Support und einmal Damage, einmal Flanke. Diesmal sind die Teams von den Champions her, finde ich, deutlich besser aufgestellt. Normalerweise ist es dann wirklich so, dass entweder alle Schaden oder halt Flanke nehmen. 6,22, mein Gott. Da fühlt sich wieder jemand lustig.
The strength of the team is each member. The strength of each member is the team. Ah ja, schöne Weisheit. Was brauchen wir als Schadencharakter? Wahrscheinlich halt Schaden. Nachladetempo könnte nicht schlecht sein bei dem. Wir holen uns mal Nachladetempo. So. Die Fähigkeiten weiß ich. Wir haben halt, ja, Ego-Shooter-mäßig, ne? Links schießen, rechtsklick das machen. Also anlegen, Q ist eine Granate werfen und F ist sprinten. Ah, das ist halt mit dem Punkt in der Mitte einnehmen und dann den Payload schieben. And so it begins. Victor hat natürlich ein kleines Problem, falls Feinde zu nah kommen sollten. Wir gehen einmal um die Ecke. Autsch, da kam die Granate. Aber Victor ist doch recht kräftig, also mächtig, muss ich da mal sagen. Wir haben auf jeden Fall den Payload eingenommen, das ist sehr schön, ich bin unterwegs. Das Geballer geht auf jeden Fall munter weiter. Die war schlecht geworfen. Granate. Alter. Hallo. Schieb den Payload. Irgendwo hinter mir. Und genau das ist eigentlich auch die Aufgabe vom Flankierer-Champions. Genau das, was sie jetzt gerade perfekt gemacht hat. Mich flankiert. Mirage Incoming könnte ich auch tun. Wumm, hört man einfach nur. What the fuck? Alter, lass mich weg! Jagt die Ratte mich? Nee. Achso, die Runde war schon vorbei. Schade. Ich will gerade noch voll was draufhauen. Das hätten wir Belastbarkeit. Glaube, ich will noch ein bisschen mehr Belastbarkeit gegen Direktangriffe. Halt gegen den Sky und gegen den feindlichen Victor. Three, two, one. Go. Special delivery. Oh, die Granate. Die war doch schön. Ulti von Sky. Ich
Was geht da gerade ab? Unser Punkt hier. Danke für das Schild. Overtime. Wie Overtime, fick dich. So. Zieh dich, Pip. Genau wie du, Sky. Und dieser Kackroboter wieder. Vom Roboter runterballern. Oh fuck. Nein. Alter, Victor, willst du mich... Fuck. Ich wollte ihn ein bisschen austricksen, in der Hoffnung, dass er nachladen muss. Er lädt aber schon ultra schnell nach. Er hat das auf jeden Fall höher als ich. Nichtsdestotrotz müssen wir die Scheiße eigentlich nur durchbringen oder beim nächsten Mal wenigstens erobern oder verteidigen. Wir sind ziemlich nah am Sieg diesmal dran. Aber Victor ist wirklich ziemlich... Habe ich mich gerade neben den Feind gestellt. Victor ist wirklich ziemlich einfach. Sieg. Wie gesagt, Victor ist wirklich ziemlich einfach, vor allem wenn man Ego-Shooter regelmäßig spielt, weil er hat wirklich nur Ego-Shooter-Fähigkeiten im Endeffekt. Und das ist die feindliche Sky, oder? Hatten wir nicht Sky? Beide Teams hatten nicht Sky. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob sie feindlich oder freundlich war. Aber wieso kriegt sie jetzt dafür Dings? Jo, wir haben zwei Quests fertig. Können wir gleich einfordern. Ich bin hier gar nicht drin, Menno. Dabei war ich doch gar nicht so schlecht. Glaube ich. Die meisten Solo-Kills habe ich Silber zumindest. Ich hatte zumindest am zweitmeisten Geld. Drei Tode, da gibt es auch nur einen, der weniger hatte. Ich war an 23 Eliminierungen beteiligt, damit also die meisten. Dann 5 Kills. Gibt es nur einen mit 6. Höchsten Multikill hatte ich auch. Ich hatte auch die höchste Strähne. Schaden hatte ich den zweithöchsten, aber das hat man auch schon an der Silbermedaille gesehen. Zumindest in meinem Team den zweithöchsten, insgesamt den dritthöchsten. Nur der feindliche Victor war ein bisschen besser als ich, was der Schaden an dem Schaden angeht. Auch Solo-Kills war ja besser. Ja gut, das war's mit dieser Runde Smite für heute, Leute. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.